Welcome to the jungle land. Come inside, but understand. There's skin tiger sets, there's jungles. In our world, we all share the ground, the stream, the tree, the air. This is the sets, there's jungles. Also grundsätzlich war immer so dieses große Bild von Gegensätzen einerseits und von Außenseiter und Familie. Also diese zwei, es geht immer um zwei Gruppierungen. Und auch natürlich dieses, wenn man jetzt das klare Bild hat von Tier und Mensch. Also dass wir da sozusagen haben den Mowgli und der ist wirklich der Einzige und der ist umgeben von Dschungel, von Tieren. Dying to have an adventure or two. Dass man da immer wechselt zwischen Drama und Spannung und da ist wieder viel los und passiert viel und durch das für die Augen und für die Ohren ganz viel ist und trotzdem sich die Geschichte, die doch eine gewisse Dramatik hat, leicht erzählt wird. Wir haben wirklich unglaublich tolle Maskenbauer gefunden, die uns diese Masken gebaut haben. Und es ist schon einfach, dieser Entschluss war für uns ziemlich schnell klar, für mich auch jetzt in Absprache mit meiner Kostümbildnerin, dass man da einfach, wir müssen da größer denken, weil wir können nicht auf so einer wahnsinnigen Felsenbühne, in so einem Realismus, können wir nicht einfach Ohre kleben und Latzhosen anziehen, ich bin jetzt der Baloo, sondern da muss irgendwas Größeres her. Das ist künstlerisch eine sehr große Herausforderung, auch für die Darsteller, auch für mich. Das Ganze muss man einfach anders dann bewegen, aber ich glaube, es lohnt sich, weil es einfach schon in der Form es noch nie gemacht wurde.